Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin euer Xau und wir fangen auch gleich an. Und zwar, grüß Gott, ja, besorgen wir uns eine Rüstung oder irgendwie sowas, ne? Ich habe Angst, mich hier in solchen Räumen zu bewegen. Das ist ja auch krass, ne? In so anderen Spielen, da findet man überall irgendwas zum Sammeln, aber hier habe ich das Gefühl, das ist eher so zweitrangig. Oh, was haben wir hier? Eine Kapelle? Ja, im Namen des Gottes, Amen. Und hier kann man seinen Kopf reintunken. Du bist endlich ja aufgewacht, ja? Ich hab gedacht, du stehst niemals auf. Stephanie? Kann ich nochmal was? Egal. Schauen wir mal kurz hier rein. Hier war doch die Küche. Ich hab Hunger. Nee, hier ist nicht die Küche. Wo ist die hin? Huh? Man kann ja pfeifen. Ist sie durch den Kamin? Nee. Hi! Hallo. Wow! Was zum Teufel? Ich wollte mit dir reden. Verdammt! Was war das denn? Was nennt man Pfeifen? Kannst du das? Na gut. Hier irgendwo soll noch irgendwas sein. Hier ist doch irgendwo ein Ausrufezeichen. Bedeutet das nicht, dass hier irgendwie was Questmäßiges ist. Ah, ne, warte mal. Aktivitätengeber. Hier. Aktivitätengeber. Wie könnte man das verstehen? Wahrscheinlich gibt der uns etwas für eine Aktivität. Vielleicht für die Aktivität Quest. Ich weiß es nicht. Wir haben hier den ganzen Käse gegessen. Kann ich. Ich hab Hunger. Haben Sie was für mich? Ich würde gern was essen. Bei wem bekomme ich etwas zu essen? Was glaubst denn du, junges Gemüse? Nur bei mir. Und wenn du was Spezielles willst, kann ich dir da auch helfen. Was glaubst denn du? Gott behüte. Nein! Jetzt lädt er wieder. Was glaubst denn du, junges Gemüse? Ich würde gerne etwas kaufen. Sicher, Junge. Die sind mir sympathisch. So, Madame. Süßer Pfannkuchen. Oh. Was haben wir denn hier? Brötchen. Brötchen ist immer gut. Ich nehme mal hier so 4 Brötchen mit. Und so ein. So 2 Pfannkuchen. Finde ich gut. So. Hey, Omi. Du kannst doch meinem süßen Gesicht nicht widerstehen. Du sagst doch ja zu jedem Preis, den ich dir jetzt vorschlage, oder? Besprechen wir den Preis. Ja? Ja? Also, du möchtest 6. Ich gebe dir 6. Sind wir uns einig? Das ist zu wenig. Oh. Aber ich bin doch ein armer Schlucker. Na gut, 6-4, da sind immerhin 2 irgendwas weniger. Na gut, einverstanden. Dankeschön. Hallo. Die sieht ja nett aus. Sagen wir mal hallo, die hat bestimmt Angst. Wollen wir wetten? Das ist bestimmt so eine ängstliche Person. Schauen wir mal, was sie uns erzählen möchte. Vielleicht möchte sie uns auch gar nicht erzählen. Vielleicht steht da jetzt nur Gespräch beenden. Gibt es hier irgendwo einen Händler? Sigismunds Besuch heute Morgen war besorgniserregend, was? Oh ja, seine Streitmacht ist riesig. Gut, dass Herr Divish ein so guter Redner ist. Die hätten uns wie Ameisen einfach zerquetscht. Definitiv. Okay, wo es einen Händler gibt, das wissen wir ja schon. Ja, dann guten Tag. Dann gehen wir mal zu dem A. A wie Ausrüstung.
Bis in einen privaten Bereich. Und jetzt? Hier lagern die ihre Sachen. Da muss man ja erstmal da hochkuppeln. Schloss knacken. Oh, da kommt jemand. Hey! Was? Ich hab hier nichts zu suchen. Schau dich fort oder es setzt was. Ja, ich bin ja schon draußen. Komm mal raus. Ich möchte mit dir reden, Dickerchen. Ja, aber nicht mit mir. Verzieh dich oder ich gebe dir Saures. Was war das denn? Was war denn das? Ich will ja nicht stehlen, ne? Glück und Gesundheit. Oh, der ist aber nett. Glück und Gesundheit. Wünsche ich dir auch. So, schauen wir doch mal ganz kurz nach. Also hier. Talmberger Rüstung. Ja, ich würde sagen, wir waren schon richtig, ne? Das Blöde ist nur... Man wird uns nicht einfach so eine Rüstung geben. Hast du diese fürchterlichen Fremdlinge gesehen? Die mit den seltsamen... Bist du der Händler? Ja, hab ich. Jesus! Oh, Entschuldigung! Jesus! Nein, kannst mich auch Xaug oder Heinrich nennen, ist mir egal, aber Jesus bin ich tatsächlich ausnahmsweise heute mal nicht. Nicht hier morgen. Mal gucken. Oder im nächsten Leben. Guten Tag. Grüß Gott. Kann ich helfen? Hey, der sieht aus wie mein Vater! Nee, können wir handeln? Wenn du Geld hast. Okay. Ihr habt tatsächlich Dietriche. Ich finde das sehr interessant, dass dieser nette Herr Dietriche verkauft. Weil man könnte ja davon ausgehen, wenn jemand Dietriche kauft, was hat der Mann damit vor, ne? Also da würde ich sofort zur Polizei rennen. Gut, die gibt's da nicht, aber da würde ich wahrscheinlich sofort zu jemandem rennen. Der komische Bauer da hat sich den Dietrich gekauft. Passt auf ihn auf. Aber schaut mal, 18,1. Kostet so ein Dietrich. Boah, nehmen wir mal zwei mit, oder? Ja. Ich weiß nicht, solange wir es ja flüssig haben, ne? Tu mal nicht noch was verkaufen. Also, schwierig. Aber 18 Groschen für einen scheiß Dietrich. Der wahrscheinlich nach einer benutzten abbricht. Klar, warum nicht? Und dann werden wir wahrscheinlich auch noch erwischt. So. Wie wär's damit? Ein schlechtes Angebot. Immerhin 2 Groschen weniger. Das ist 1 Groschen weniger. Da schlage ich zu. Dietrich, das ist okay. Oh, das ist der coole Checker vom Dorf. Na, servus. Warte mal, hast du was? Pass etwas besser auf. Okay, Entschuldigung. Ich wollte ja nur helfen. Na gut. So. Jetzt schauen wir mal kurz im Questlog, was da steht. Ich könnte Talmbergs Wachmann verkleiden, mich als und die Solibo. Ich sollte mein Pferd nehmen. Wissen, was Skelett ist, es weit. Der Drohnenangriff ist abgewandt. Hauptquest. Auf der Flucht. Statt zu deinem Liebsten in Skelett. Schaffe dir ein Pferd. Verlasse die Burg. Optional Talmberger Rüstung. Ist nicht unbedingt notwendig, aber möglich. Das Blöde ist nur, ich gehe hier rein. Und der kommt ja dann auch sofort, ne?
Wenn du etwas stiehlst, lass dich dabei nicht erwischen. Auch die Beute zu verkaufen ist nicht ganz einfach. Du kannst vielleicht unbemerkt einen Apfel verkaufen, aber wenn du etwas Wertvolles stiehlst, das ist wohl etwas schwerer. Kodex. Nee. Können wir jetzt mal kurz das Schlöcherknacken anschauen. Zum Knacken verschwindet persönlich mindestens ein Dietrich in deinem Inventar, wobei mehrere Dietriche besser werden, da sie sich nach und nach abnutzen und sogar zerbrechen können. Um ein Schloss zu knacken, halte E und drücke, während du das Schloss anvisierst. Also, man soll es gedrückt halten. Es erscheint ein Diagramm des Schlossmechanismus. Hier musst du den richtigen Punkt finden, an dem du das Dietrich einsetzt. Wie nah du an diesem Punkt bist, signalisiert die Größe des Zeigers, der sich gold färbt. Sobald du den Punkt gefunden hast, drehe anschließend mit dem Dietrich D den gesamten Mechanismus. Die Bewegung des Dietrichs muss mit der Rotation der Mechanismus harmonieren, da die Rotation den zuvor gefundenen optimalen Punkt für Schlossknacken ändert und du ihn nicht verlieren darfst. Wenn du versuchst, das Mechanismus zu drehen, obwohl sich der Dietrich nicht in die richtige Position befindet, blockiert der Mechanismus, was den Dietrich beschädigt oder ihn sogar zerstören kann. In beiden Fällen entsteht ein Geräusch, das ungewollte Aufmerksamkeit erregen könnte. Geht der Dietrich zu Bruch, ist das Geräusch lauter. Wir können ja auch langsam reingehen, ne? Und jetzt? Hallo! Hi! Hier! Ich würde gerne... Was ist jetzt? Hast du was verloren? Mit, bist du ja wieder... Ah, das haben sie wahrscheinlich gemacht, falls mal einer so einen Weg blockiert oder sowas. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ah, da stand, dieses Schloss ist zu kompliziert. Ein paar Pfeile kann man ja schon mal mitnehmen, oder? Darf uns nur niemand dabei sehen. Wenn man kommt, setzen wir uns schnell hin und sagen, ich wollte mich ja eigentlich nur mal kurz hier hinsetzen. Ich weiß gar nicht, was sie haben. Aber der bemerkt uns sofort, wenn wir nach unten gehen, ne? Da kam der immer gleich angedackelt, der kleine dicke Schinder. Aber immerhin haben wir schon Pfeil und Bogen und ein Schild haben wir auch. Das ist eigentlich schon ganz cool. Ah.
jetzt habe ich es verstanden. Also man muss diesen Punkt suchen in diesem Ding da. Und wenn man den gefunden hat, muss man das Schloss drehen. Und dabei muss man den Dietrich aber mitbewegen. Ah, das ist cool. Schöne, sehr schöne Technik. So. Jetzt muss man hier diese Ausrüstung anlegen. Schöne ist, jetzt sehen wir wenigstens auch mal ein bisschen nach was aus, ne? So. Cool. Jetzt haben wir schöne Pfeile. Also so ein bisschen echt cool gemacht, das finde ich gut. Was mich ja ein bisschen aber wundert, ist, dass mein Bein schon verheilt ist. Das ist ein Hexenwerk. So, okay, wir müssen die Vorburg da hinten runter, mein Pferd schnappen, wo auch immer das sich befindet, und so weiter und so fort. Hallo! Ich möchte rausgehen. Können Sie mir bitte das Tor aufmachen? Ich darf das. Ich habe nämlich Gott den Auftrag. Gott sei mit dir. Ich muss hier raus. Sagt wer? Ich habe dich noch nie zuvor gesehen. Und das ist komisch, da du ja unsere Farben zu tragen scheinst. Mhm. Stimmt, aber ich bin bloß ein Bote. Herr Robert schickt mich mit einer wichtigen Nachricht nach Atai. Oh, ist der gut, ist der gut. Ha. Hey, öffnet das Tor! Ist float. Das hört doch jeder. Dankeschön. Wo ist eigentlich mein Pferd? Schau mal auf die Karte, vielleicht... Vielleicht ist da mein Pferd, kann das sein? Warum haben die mein Pferd gelassen? Da steht ja optional. Beschafft ihr. Achso, beschafft ihr ein Pferd. Nicht welche, irgendein. Also nicht mein Pferd, sondern beschafft ihr irgendein Pferd. Ja, gut. So, diesen Ort hier, liebe Leute, kenne ich schon aus der Beta. Und ich muss sagen, das ist jetzt der perfekte Vergleich zu damals und heute. Da hat sich ganz schön auch mal was entwickelt und das finde ich schön. Beschafft ihr ein Pferd? Der Weg ist weit. Schau mal, hier ist Wasser. Kann ich mich hier waschen? Kann ich was trinken? Also wahrscheinlich die Pest in dem Wasser. Hallo, grüß Gott. Ich bin der Heinrich. Na gut. Schauen wir auf der M. Wir haben ja da immer so schöne Orte eingezeichnet, die wahrscheinlich irgendwas Sinnvolles... Badehaus! Wo? Hier? Kann ich mich im Feuer baden? Nee. Einmal bitte waschen. Ah, Badeinhaberin. Ah, man geht hier so. Oh, Entschuldigung. Was machst du? Ich mach gar nichts. Ich würde gern baden. Komm schon. Pass etwas besser auf. Gott, wie sieht er aus? Ach, Gott, ein Mächtiger. Ich mach doch gar nichts. Lass mich baden. Ich möchte die Dienste des Hauses in Anspruch nehmen. Und was darf sein? Ein Bad und ich will meine Kleider reinigen und die Wunden versorgen lassen. Ich möchte ein Bad nehmen und meine Kleider reinigen lassen. Ich möchte meine Wunden versorgen lassen. Ich hätte gern ein Mädchen und alles, was dazu gehört. Okay. Nee, ein Bad und ich will meine Kleider reinigen und die Wunden versorgen lassen. Ich brauche einen Arzt, der meine Wunden versorgt.
Danach ein heißes Bad und saubere Kleider. Wie du willst. Hast du Geld? Oh, das ist, das ist zu viel. Das ist es mir nicht wert. Wie du willst. Jetzt mal rein aus Neugier. Ich möchte etwas... Und was darf sein? Wenn das schon teuer war, was kostet das? Es heißt, hier gäbe es nette Mädchen. Natürlich, aber zuerst das Geld. Oh, doch nicht so viel. Das ist zu viel. Das ist es mir nicht wert. Wie du willst. Ich komm darauf zurück, versprochen. Wow. Pass etwas besser Bist du auf. Eines der Badegästen? So, okay. Ja, müssen wir mal gucken, wo wir jetzt ein Pferdchen kriegen. Hier könnten wir mal schauen. Oh, das ist schön. Der Ort ist größer geworden, habe ich das Gefühl. Kann das sein? Was mich immer beeindruckt hat, war damals das Wasser. Das sah immer so unglaublich authentisch aus. Das haben die so schön gemacht hier mit dem Flüsslein, wenn man dann hier so durchläuft. Und dann wird das Wasser langsamer und der Fluss wird ein bisschen breiter. Und hier so wirklich die starke Bepflanzung auch links und rechts, ne? Nicht nur so ein bisschen. Geht auch weg. So. Weil hier ist so überall, das ist das toll, da ist überall so ja, trocken und grau, ne? Und dann direkt da, wo nicht mehr gelaufen wird, ist es richtig schön grün und buschig. Schön. Ah, das ist eine Schenke und eine Unterkunft, okay. Weil da findet man keinen. Da unten, da ist ein. Hier, da ist. Ganz da hinten ist auch noch was. Der guckt auch wie getreten. Schau mal, da ist ein Hund. Eigentlich wollte ich mal in der Schenke nachschauen, ob es da irgendjemanden gibt. Schau mal, wie cool. Wird aber ganz schöne Beißerchen. Hi, ich würde dich gerne streicheln. Im echten Leben würde jetzt mein Herz rasen. Oh mein Gott! Entschuldigung! Oh, das ist aber ein friedlicher Kampfhund. Voll eine runterhauen und er bellt nur. So, schauen wir mal. Hi! Bist du die Martha? Ja, hallo Martha. Diese Namen sind schon Programm. Ich bezweifle, dass sie für uns eine Aufgabe hat. Ich habe mich ja darauf vorbereitet, dass... also ich weiß, dass man nicht tausende Quests finden wird und... überhäuft wird mit Aufgaben. Aber dass es so wenig ist. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Oh, privater Bereich, okay. Bist du da? Pass auf! Nee, du bist ein Dorfbewohner. Okay. Was tust du da? Aber das ist normal, ne? Nicht jeder hat irgendwas zum Jammern und irgendeine Aufgabe für irgendjemanden. Genau, privater Bereich. Na gut. Und der Hund! Ich hätte ihn totboxen können und er hätte nichts gemacht. So, naja, dann lassen wir uns doch mal da hinten hinlaufen. Hier wohnt bestimmt die Hexe vom Dorf. Schauen wir mal. Ah ne, das ist ein Jäger. Boah, cool. Hallo, Nikolas. Cool, dass ich immer die Narben schon vorher weiß. Fragt mich nicht, wie ich das mache. Oh, das sieht nach mir aus. Übung. Manche Leute können dir etwas beibringen und eine Lektion. Du musst allerdings
kann die Grundlagen kennen. Es mag mehr als ein Ausbilder für eine Fertigkeit geben. Doch stets gibt es viel Lektionen zu erlernen. Ich wäre gerne ein besserer Jäger. Selbstverständlich. Anfänger. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Boah! 60! Nur. Vielleicht ein anderes Mal. So viel habe ich nicht. Da gehe ich lieber eine Runde baden. Krass! Ja gut, der muss auch... Oh, guck mal, wie schön das ist. Muss ja auch überleben, ne? Ist klar. Kriegt ja auch nichts geschenkt. So, dann gehen wir mal dahin. Aber das ist schon eine andere Hausnummer hier, ne? Aber das meine ich, Leute. Das ist... Wenn man sich so... Ich will ja nicht sagen, dass Skyrim ein schlechtes Spiel ist. Es ist halt ein Fantasy-Rollenspiel. Aber wenn man bei Skyrim an Skyrim denkt, diese Burgen, die hatten Ausmaße, da denkt man sich, alter Schwede. Geil. Ne? Das ist wirklich so. Man denkt, boah, geil. Aber hier... Da sieht man, okay, die Burg ist im Vergleich zu Skyrim-Burgen, boah, lustig. Und, aber das ist schon groß für damals. Das ist eigentlich schon eine beachtliche Landschaft hier. Also das ist wirklich mega geil. Oh, da bellt der Hund. Der kommt bestimmt, um mich jetzt zu holen. So, schauen wir mal. Sind wir hier? Schau mal, wie riesig das hier alles ist. Also wir sind eh in die Richtung. Ah, hallo, Pippi! Was? Oh mein Gott. Oh, der knurrt. Uiuiui. Ich fühle mich richtig wohl in diesem Spiel, ehrlich. Das als VR wäre bestimmt saugeil. Oh, was liegt denn hier? Da liegt ein Apfel! Vermisst jemand einen Apfel? Eine Wildsau! Boah, guck mal hier, wie die aussieht! Hey! Der ist ein bisschen taub. Aber schau mal, die Zitzen, ey, Wahnsinn. Die hatte schon 1000 Kinder, bin mir sicher. So, schauen wir mal. Das müsste man eigentlich recht da hinten sein. Gerber. Haben wir eigentlich schon mal Kinder gesehen in diesem Spiel? Hallo. Nicht, ne? Ich schau mal, die Hühner sind auch cool. Was macht... Hey! Was denn? Hallo. Sie haben aber ein... Ja, ein normales Gesicht. Hey, wer ist da? Ja, wo kriege ich denn zur Hölle mein Pferd her? Ich kann aber das nicht alles laufen, oder? In welche Richtung muss ich überlaufen? Da muss ich langlaufen. Was machen wir denn jetzt? Laufen? Aber da muss doch... Irgendwo muss man auch Pferde herkriegen, oder? Schau mal, hier kann man schnell reisen. Schnellreise ist nicht möglich. Okay. Für was gibt es die Option, wenn es nicht möglich ist? Ja, ich will jetzt eigentlich nicht den ganzen Weg laufen, muss ich schon sagen. Es muss doch irgendwo ein Pferd geben. Wo ist das Pferd, mit dem ich gekommen bin? Das ist doch rein theoretisch. Okay, es ist nicht mein Pferd, aber ich bin ja damit hergekommen. Es kann ja jetzt nicht Sühnenkreuz. Es kann ja jetzt nicht jemand sagen, das ist meins. Ich könnte auf dem Schwein reiten. Gut, das ist wahrscheinlich nicht so schnell. Das hat wahrscheinlich eher nur Fressen im Kopf, aber zumindest müsste ich nicht mehr laufen. Gibt es nicht irgendwie ein Taxi oder ein PKW oder so? Nee. Falsche Zeit.
Irgendwo muss es doch Pferde geben. Kann doch nicht sein, dass sie alle nur zu Fuß gehen, oder? Schauen wir mal. Müssen wir nochmal in die Burg reinschauen. Aber dass ich nicht auffalle, ne? Ich sag zu dem Torwächter da, ja, ich bin der Bote und muss bis dahin. Ja, willst du zu Fuß gehen oder was? Ja, war mein Plan. Ja gut. Hallo? Hallo? Der lässt uns nicht mehr rein, habe ich das Gefühl. Mir fällt eh auf. Nee, fällt mir nicht auf. Puh. Was bedeutet Aktivität? Da müssen wir nochmal hin. Weil da steht ja Aktivitätengeber. Was heißt das? Heißt das, ich bin aktiv, ich schenke dir ein Pferd oder... Was bedeutet das? Gehen wir mal hin. Irgendwas muss das ja bedeuten. Musteraktivitätengeber. Hey, schau mal hier, Felder. Wer ist da? Wer ist da? Das klang hier. Wie Schritte meinst du, oder? Nein, sowas. Oha, was ist das? Was stehe ich hier? Sehr ekelhaft. Wo räumen die eigentlich ihre Scheiße hin? Da sind noch mehr Schweine, schaut mal. Also nicht mehr Schweine, sondern... viele Schweine. Ich weiß immer noch nicht so ganz genau, in welche Richtung ich stehe. Ah, da sieht man doch immer... Ich vergesse immer oben den Button da. Wie nennt man das? Radar oder so, ne? Ja, Radar ist es auch nicht. Kompass, das ist das richtige Wort, das ich suche. So. Du bist der Aktivitätengeber. Was heißt das? Gott sei mit dir. Haha! Liebe Leute, Aktivitätengeber bedeutet, er hat für uns eine Quest. Hast du zufällig Arbeit für mich? Nicht wirklich. Oder auch nicht. Außer, du bist von der waghalsigen Sorte. Ach so. Wie meinst du das? Wie du siehst, gerbe ich heute. Kaufen kann ich nur vom Jägermeister und der gibt mir nie genug. Ich würde ja selbst jagen gehen, nur hat er immer ein Auge auf mich. Du hingegen? Ich bezweifle, dass der Meisterjäger glücklicher wäre, wenn ich in seinem Revier wildere. Nein, aber er muss ja nichts mitkriegen. Pass auf, ich würde einen guten Preis für die Häute zahlen. Und manchmal bekomme ich eine Bestellung und brauche dafür was Bestimmtes. In so einem Fall wäre ich noch großzügiger. Wenn du mir ein paar Mal aushilfst, kann ich dir außerdem was Nützliches beibringen. Okay. Benötigst du denn keine Häute? Doch, das Kloster hat Hasenhäute bestellt. Sie machen draus Gürtel gegen Rückenschmerzen. Würde mich nicht wundern, wenn der Abt selbst einen trägt. Okay. Cool. Hasen und generell Häute. Cool. Ja, Freunde. Dann beenden wir heute unser... mittelalterliches Leben fürs Erste. Und nächste Woche geht's dann wieder weiter. Ich freue mich schon sehr und ich genieße das Spiel. Wirklich, also das macht so viel Spaß. Und das ist einfach so interessant, in diese Zeit einzutauchen und einfach mal so ein bisschen, ja, teilzuhaben, so ein bisschen das zu erleben. Dann kann man vielleicht das eine oder andere wertschätzen, wenn man wieder mal zum Kühlschrank geht und sich einen Joghurt rausnimmt. Ja, somit vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.